Wie wehrt man sich eigentlich gegen Magier und Hexen? Die esoterischen Sekten boomen und die Esoterik, die weiße Magie, die schlimmer ist, die schwarze Magie, boomt immer mehr. Umso mehr die Kirche nicht mehr vom Teufel predigt und alles immer protestantischer wird, also immer heidnischer, umso mehr boomt die Magie. Ja, wenn in ein Gebiet ein Fliegenschwarm eingefallen ist und man die nicht mehr rausbekommt. Der Teufel tarnt sich ja gerne als Engel des Lichts. Es gibt ja zwei Sorten von Geistern. Einmal die guten Engel und einmal die gefallenen Engel. Und die gefallenen Engel sind die bösen Geister. Und Satan heißt ja auch Belzebul, was übersetzt heißt Fliegenfürst. Und hier sind, glaube ich, viele Fliegen. Das sind jetzt hier zwar Bienen, aber die ganzen Wildinsekten, die wir hier zu Massen hatten, und auch die ganzen anderen Tiere, sind nicht mehr da, weil hier der Fliegenschwarm den Zuchtbienenschwarm hergebracht hat und der vertreibt alles, tötet und vertreibt und nimmt halt die Nahrung, die Blüten den Tieren weg, die wichtig sind, die Wildtier, Insekten, ganzen Wildtiere, aber auch die anderen Tiere sind hier weg. Maikäfer, Hirschkäfer. Ja, weil es sind halt hier zu viele Fliegen. Da gehen die Tiere weg. Jesus ist ja der gute Schäfer. Meine Nachbarin ist ja auch Katholikin. Die hat ja, glaube ich, hier den Garten. Und Jesus ist der Schäfer und die Katholiken sind ja die Lieben, die Schäfchen. Und die Schäfchen, ich glaube, die hat auch Molche hier. Die werden aber auch immer weniger. Ja, die Schäfchen werden bedroht von den Fliegen. Weil man denkt immer, die Fliegen wären so ungefährlich. Sind die aber bei Schafen überhaupt nicht. Weil die gehen den Schafen in die Nase rein und gehen dann ins Gehirn. Und im Gehirn legen die ihre Eier. Und das macht die Schafe wahnsinnig. Die werden dann, glaube ich, halb wahnsinnig, weil dann irgendwie die Fliegen im Kopf sind oder so. So genau kenne ich mich ja nicht aus. Aber deswegen müssen die irgendwie so Schwefelbehandlungen bekommen oder so von den Schäfern. Ja, der Fliegenschwarm bei den Schafen ganz gefährlich.